So, und da geht's wieder los mit dem üblichen Prozedere. So, auf geht's. Gucken wir mal. Das ist eine finstere Waffe. Okay, die ist ähnlich gut, habe ich so das Gefühl. Nein! Aufgehört zu laufen. So, und jetzt bin ich schon wieder so am Rand von der Plattform. Das ist jetzt so 52 Schaden gemacht und das 500. Okay, ich glaube, Finsternis gefällt mir ganz gut auf der Waffe. Losgelaufen. Gar nicht mal so schlecht aus bis hierhin.
Ach man, hör doch auf, was soll denn die Scheiße? Das hat auch bis dahin so gut funktioniert, Mensch. Ja, Finsternis ist alle. Soll ich es mal mit Gift probieren? Also ich glaube halt, Gift wird nichts bringen, weil ich dafür viel zu wenig zuschlage, als dass ich das Gift richtig aufbauen kann. Ach ja, du mich auch. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. So. Was macht das eigentlich? Intelligenz, Willen, verursacht mehr Schaden, erleidet weniger. Okay, das ist alles ganz nett. Hat man halt nur so selten. Da ist immer die Frage, wann benutzt man das am sinnvollsten? Und weiter geht's. Das ist ein Witz. Ich kann nicht rennen, weil meine Ausdauer leer war. Wenn der Ausdauerbalken einmal komplett leer ist, kann man keine Ausdauer mehr benutzen, bis der Balken wieder einmal komplett voll war. Ja, das war absolut zu 100% meine eigene Schuld. Ich wollte oft treffen, um das Gift zu triggern und hab dafür auf den Sack gekriegt. Aber es hat trotzdem irgendwie mehr Schaden gemacht. Oder kam mir das nur so vor? Naja. Ich werde es jetzt mit Gift weiter probieren. Und dann gucken wir, was passiert. Mit einem Geschicklichkeitscharakter, der schnell oft zuschlägt, ist Gift halt so viel stärker. Ich glaube, durch Geschicklichkeit wird auch der Giftwert generell erhöht. Kann das sein? Da bin ich mir jetzt halt sicher, aber es könnte natürlich so sein. So, vielleicht ja jetzt.
Das ist sehr angenehm, wenn er da die ganze Zeit rumfliegt. Jetzt macht er den Quatsch wieder! Ich Idiot! Oh nein! Das hat er bis jetzt nur einmal gemacht. Da muss man doch auch erstmal gucken. Ach man, ich glaube, das wäre der beste Lauf gewesen, den ich hätte haben können. Einfach aus dem Grund, weil er eben nicht hochgeflogen ist. Ja. Aber den kriegen wir auch noch klein. Früher oder später schaffen wir den. Wenn er seinen Fuß genau in dem Moment hebt, in dem ich anfange auszuholen, kann ich einfach nicht wegrollen, weil er in der Attackenanimation ist. Also das war jetzt ein Fall von dumm gelaufen bei der Weidenbach.
nur schade um den Gifteffekt, der mir irgendwann mal flöten geht. So, du nochmal. Ich habe auch nur noch zwei. Ja, dann habe ich noch Feuer. Dann wird es auch schon wieder eng. Soll ich mal Feuer mit unten reinpacken? Ah, Blitz habe ich ja auch noch dreimal. Nutzt das hier mal. Für was habe ich es denn? Ach, ich Idiot, ich wollte eigentlich eine Menschlichkeit benutzen, bevor ich mich hier mit dem ganzen Kram zu ballern. Diesmal nicht freut. Ich glaube, wenn ich direkt unter ihm stehe, fliegt er nicht so oft. Sagte er und Mr. Ben. Ganz schön knapp. Jetzt bin ich genau unter den Fuß gerollt. Ein einziger Fehler und du bist tot, wie so One-Hit, der mich einfach immer. Schaden habe ich eigentlich mit dem Schwert gemacht. Macht es Sinn, mit dem zu kämpfen, weil damit bin ich ja immerhin schneller? Ich weiß es doch auch nicht, Freunde.
er mir auch eh mal wieder einen mitgeben muss. So. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas Nettes. Ich muss mal mein Inventar durchforsten. Ich hab was, um die Feuerresistenz zu erhöhen. Das kann ich machen. So rum. Oh, eben war ich komplett verwirrt. So, machen wir mal Feuer auf das Ding drauf. Und das sind wir auch schon wieder. Feuer scheint jetzt nicht so der Bringer gegen ihn zu sein. Ich bin gerollt! Er rollt einfach nur von diesem Sahne, Mensch. Okay, Feuer kann ich mir komplett sparen. Ich mach schon lieber Blitz rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hatte ja noch in Erinnerung, dass der hart ist, aber dass ich da jetzt so lang dran hänge, war so eigentlich absolut nicht geplant. Und wenn er mit dem Fuß auf mich tritt, dann bringt mir auch die Feuerresistenz nichts. Klingt komisch, ist aber so. Zauberbarriere. Da geht's auch schon wieder los. Thank you.
Oh mein Gott, endlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. ja. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe dafür jetzt eine Riesenseele bekommen. Ja. Die Seele eines Riesen. Und zwar kriegen wir die von dem, obwohl er ja ein Drache war, weil er eigentlich kein Drache ist, sondern nur eine Abbildung bzw. Nachbildung von so einem uralten Drachen, die wir ja in Dark Souls 1 kennengelernt haben. Der wurde gebaut, um mit der Seele von einem Riesen zum Leben erweckt. Deswegen braucht man hier gar kein schlechtes Gewissen zu haben. Man hat hier kein uraltes, mächtiges, weises Wesen getötet, sondern einfach nur eine Imitation. So. Und diese Riesenseelen brauchen wir. Da seht ihr auch noch für was. Jetzt teleportiere ich mich erstmal zurück, um meine 120.000 Seelen auszugeben. Und hätte ich meine Seelen vorher nicht verloren, hätte ich jetzt 140.000 Seelen. Aber so ist es nun mal. So, 1, 2, 3, 4 Level können wir machen. Dann stecke ich mal 2 hier rein und 2 hier rein. Kann mir noch einen Seelengutschein schnappen. Wie viel brauche ich? 25.000 quasi. Also, wie viel habe ich? 300.300. Wie viel gibst du mir? So. So. Dann kriegen wir dafür noch 2 Pfeile. Okay. So. Okay, das war doch ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich habe gedacht, ich muss noch eine komplette Folge mit dem Typen bringen. Aber ja, es hat doch ganz gut geklappt bis dahin. Ja, machen wir heute mal Schluss. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Dark Souls 2 sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Hilfe, Tipps und Tricks. Und ja, ich bin immer noch auf der Suche nach diversen Schlüsseln. Wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, wäre ich natürlich auch sehr froh. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.